Hallo, in diesem Video möchte ich euch bzw. Ihnen erklären, wie man mit Hilfe von Vektoren Gleichungen von Geraden, die durch den dreidimensionalen Raum verlaufen, beschreiben kann. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, habe schon mein dreidimensionales Koordinatensystem eingezeichnet und lege jetzt in diesen Raum hier eine Gerade, die ungefähr so verlaufen könnte. Um eine passende Gleichung zu finden, muss ich erstmal überlegen, was ist eigentlich eine Gerade? Eine Gerade besteht im Prinzip aus unendlich vielen Punkten. Das heißt, also ich stelle mir vor, hier ist ein Punkt, der ist auf der Geraden. Ich nenne mal P1, ganz originell. Hier ist ein zweiter Punkt, P2, ein dritter Punkt, P3 und so weiter. Und in Wirklichkeit sind es unendlich viele, unendlich dicht nebeneinander liegende Punkte. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich eine Gleichung finden, die jeden Punkt beschreibt. Beziehungsweise wir arbeiten mit Vektoren, statt der Punkte arbeiten wir mit den Ortsvektoren. Als erstes brauche ich einen Vektor, der überhaupt erstmal auf die Gerade zeigt. Das ist dann der sogenannte Stützvektor. Ich zeichne ihn mal ein. Der geht vom Ursprung zum Punkt P1. Ich muss nur eben das Programm sagen, es soll ein Vektor werden, also mit Pfeil. So. In den Gleichungen wird dieser Vektor üblicherweise mit dem Buchstaben U bezeichnet. Wenn ich jetzt zum Punkt P2 kommen möchte, dann muss ich, dann kann ich vom Punkt P1 aus entlang der Geraden gehen zum Punkt P2. Das sieht dann so aus, ich definiere einen zweiten Vektor in diese Richtung hier. Das ist dann der sogenannte Richtungsvektor V. Ich zeichne ihn mal in Orange ein, geht vom Ursprung dorthin und habe schon meine erste Gleichung gewonnen, nämlich der Punkt P2 wird definiert durch den Vektor U plus dem Vektor V. Ich habe mal kompletterweise hin plus einmal der Vektor V. So, und statt einmal kann ich den Vektor V auch ein zweites Mal gehen, das heißt also bis hier, dann bin ich beim Punkt P3 angekommen. Das heißt also jetzt nochmal der Vektor V und dann wird der Punkt P3 durch folgenden Vektor beschrieben. Hier ist der Ortsvektor zu P3 und die Gleichung, die dazu gehört, ist eben, ich gehe U und von U gehe ich zweimal den Vektor V entlang der Geraden und dann habe ich den Punkt P3 erreicht. Ja, und auf diese Weise kann ich im Prinzip jeden Punkt der Geraden erreichen. Ich nehme mal noch einen vierten Punkt, da gehe ich, sagen wir mal, hier hin und nenne diesen Punkt P4. Ja, wie komme ich jetzt zu diesem Punkt P4? Da muss ich auch von P1 ausgehen, aber jetzt in diese Richtung. Das ist so ungefähr das anderthalbfache von V, ist jetzt nach Augenmaß. Das heißt also, ich habe jetzt hier einen Vektor, der ist 1,5 mal V, aber auch in die entgegengesetzte Richtung von P1, also minus 1,5 mal V. Ja, und damit hätte ich dann einen Ortsvektor gefunden zu einem weiteren Punkt auf der Geraden. Und ich zeichne mal den Vektor ein. Das ist der Ortsvektor, der auf P4 zeigt. Und er wird beschrieben durch die Gleichung U plus minus 1,5 mal V. Und ich glaube, mit dieser Konstruktion wird klar, wie man es schafft, dass die Ortsvektoren zu beliebigen Punkten auf der Geraden dargestellt werden. Das heißt, ich muss immer grundsätzlich U nehmen und ein Vielfaches des Richtungsvektors V. Stützvektor plus Vielfaches des Richtungsvektors V. Und damit kriege ich einen beliebigen Ortsvektor, man könnte sagen einen x-beliebigen Vektor, nennen wir ihn also auch mal x. Und diese Gleichung beschreibt dann die Gerade. Das heißt noch nicht ganz, die beschreibt erst dann die Gerade, wenn der Wert R tatsächlich alle Werte durchläuft. Das heißt, ich schreibe noch dahinter, R sei aus R und durchläuft beliebige Werte. Mache ich das vielleicht mal an einem Beispiel konkret. Dazu markiere ich das jetzt erstmal und mache es ein bisschen kleiner, damit ich wieder ein bisschen Platz habe zum Schreiben, aber nicht alles verschwunden ist. So, zum Beispiel kann ich eine Gerade definieren durch einen Stützvektor, nehme ich mal ganz originell den Vektor 1, 2, 3, beliebig ausgedachte Zahlen, und als Richtungsvektor, also R mal, ich will die Zahlen jetzt nicht so kompliziert machen, deswegen nehme ich mal 0, 1, 2. So, R aus R. Das ist eine Geradengleichung. Dann kann ich zum Beispiel für R den Wert 1 einsetzen und bekomme heraus einen Vektor, der zeigt zum Punkt 1 plus 0 ist 1, 2 plus 1 ist 3 und 3 plus 2 ist 5 zum Punkt 1, 3, 5. Und damit weiß ich, der Punkt 1, 3, 5 ist ein Teil dieser Geraden. Ich könnte auch für R2 oder 3 oder 4 einsetzen und erhalte lauter verschiedene Punkte. Und diese Punkte sind halt alle auf der Geraden bzw. bilden diese Gerade. Ein Problem der Geradengleichung ist, dass sie nicht eindeutig ist. Anders ausgedrückt, ich kann verschiedene Gleichungen aufstellen, die mir die gleiche Gerade beschreiben. Ich versuche jetzt mal eine andere Gleichung hinzukriegen, die gleiche Gerade wie dieses Beispiel hier beschreibt. Gehe also wieder von G, lege ich los,
beliebiger Vektor x sei definiert durch ja, ein Vektor plus, können auch jetzt mal einen anderen Buchstaben nehmen, nehmen wir mal den Buchstaben s, ein Vektor. S durchläuft aber ebenfalls alle Werte. Einfach ist die zweite Gleichung für den Richtungsvektor, denn der Richtungsvektor muss ja in die gleiche Richtung zeigen, sonst kann nicht die gleiche Gerade entstehen. Also statt den Vektor v könnte ich auch zum Beispiel den Vektor 3 mal v machen. Ich habe ihn unten eingezeichnet. Dieser hier würde auch in Richtung der Geraden zeigen. Das bedeutet, statt den Vektor, den ich vorher hatte, nehme ich das Dreifache davon, also 0, 3, 6. Und das gleiche Spiel kann ich nicht für den Stützvektor machen. Denn wenn ich den Stützvektor einfach nur verlängern würde, kann ich nochmal hier einzeichnen, so, sagen wir mal, ich anderthalbfache ihn, dann bin ich definitiv raus aus der Geraden. Also das funktioniert nicht. Aber statt dem Punkt P1 kann ich ja auch einen anderen Punkt der Geraden nehmen und den zugehörigen Ortsvektor als Stützvektor bezeichnen. Und jetzt habe ich ja gerade schon ausgerechnet, dass der Punkt 1, 3, 5 auf der Geraden liegt, also könnte ich etwa den Stützvektor 1, 3, 5 nehmen. Ja, und schon habe ich zwei völlig verschiedene Gleichungen, die aber die gleiche Gerade beschreiben. Da muss ich später gucken, wie ich das herauskriege, ob die Geraden identisch sind oder ob es verschiedene Geraden sind und wie sie zueinander liegen. Aber das ist dann das nächste Kapitel. Ich denke, für die Grundlagen reicht das erstmal. Ciao.